Eines Tages sagte Hazrat Fatima alayhi salam: Und Vater? Zu Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Und Vater, womit werden wir diejenigen belohnen, die um unseren Sohn weinen werden und Trauerzeremonien für ihn abhalten werden? Der Prophet antwortete: Ich werde am Tage der Auferstehung für sie Fürsprache einlegen. Daraufhin sagte seine Tochter: Und ich werde sie an die Hand nehmend ins Paradies führen. Der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam blickte zu Imam Ali alaihi salam und fragte ihn: Und du, Ali, womit wirst du sie belohnen? Er antwortete: Ich werde sie von dem Haud al-Kawthar, dem Fluss im Paradies, tränken. Dann blickte der Prophet zu Hassan alaihi salam und fragte ihn: Womit wirst du sie belohnen, o Hassan? Er antwortete: Ich werde sie beim Beschreiten der Brücke über der Hölle, die Sirat, begleiten. Schließlich blickte der Prophet zu Hussein und sah ihn traurig dasitzend. Seinen Kopf senkte er zwischen seinen beiden Knien und fragte: Und du, Hussein, womit wirst du sie belohnen? Hussein a.s. antwortete, während er seinen Kopf hob: Und ich werde denjenigen besuchen, der mich besucht hat. Ich werde an drei Ereignissen des Gläubigen anwesend sein: beim Sterben, bei der Vorbereitung, wenn der Todesengel die Seele vom Körper entfernt, und im Grab. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Wir hoffen alle, zu den Dienern von Imam Hussein zu werden und auch diese Ehre zu bekommen, dass man uns helfen wird und uns auch nicht allein lassen wird. Wir möchten fortfahren mit unserem Programm. Es folgt nun eine Präsentation. Wir folgen unserer alljährlichen Tradition und den Prinzipien, dass wir jedes Jahr auch eine kurze Präsentation über aktuelle Themen und Problematiken ansprechen wollen. Das ist nun jetzt der nächste Tagesordnungspunkt. Die Rede und die Präsentation von Schwester Halla über Ashura und globale Gerechtigkeit. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Ein Mann, unvergesslich. Zwischen Recht und Unrecht, zwischen Schein und Wahrheit. Wussten Sie, was es bedeuten würde, sich gegen Imam Hussein zu entscheiden? Als das Endprodukt sichtbar wurde, war klar, das war definitiv nicht die richtige Entscheidung. Und wenn wir Bilder sehen, die für sich sprechen, verfolgt uns die Erinnerung. Uganda, Libanon, Irak. Was ist, wenn Bilder nicht sprechen, nur versprechen und verschleiern?
wenn das Endprodukt cool aussieht? Stellt sich die Frage, ist das Schein oder Sein? Muss ich das fragen? Wen Globalisierung verflechtet, den verpflichtet sie auch. Denn wir konsumieren Produkte aus der ganzen Welt. Zum Beispiel, sie sieht gut aus, sie schmeckt gut und zaubert ein Lächeln auf jedes Kindergesicht. Auf jedes? Jedes? Dieses Kind hat noch nie einen Schokoriegel gesehen, obwohl es fleißig arbeitet und die Kakaobohnen für die Schokoladenprodukte erntet. 60% des Kakaos auf dem Weltmarkt stammt aus Westafrika. Bisher wurden ca. 200.000 Kinder aus westafrikanischen Ländern in die Elfenbeinküste entführt, dem weltweiten Hauptanbaugebiet der Kakaofrucht. Die Kinder werden von Händlern für 50 bis 250 Euro verkauft. Sie sind zwischen 10 und 14 Jahre alt. Die meisten von ihnen sehen ihre Familien nie wieder. Sie arbeiten 12 bis 14 Stunden am Tag, ohne Lohn, für eine Schale Maisbrei und einen Krug Wasser. Wer zu fliehen versucht, wird ausgepeitscht. Das heißt, keine Schokolade mehr? Wieso nicht? Es gibt auch welche aus fairem Handel. Woran erkenne ich sie? Das Fairtrade-Siegel. Allah schuf die Welt im Gleichgewicht. Doch ihr Seed wollte mehr als im Zustand. Viel mehr. Warte nicht, bis es blutet, damit du erkennst. Wissen, was dahinter steckt. Unterdrücke nicht und lasse nicht unterdrücken. Wären wir bei dir gewesen? Jeder Tag ist Ashura, jeder Ort ist Karbala und jeder Entrechtete ist Hussein.